Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute kommt mal wieder etwas aus der Rubrik Good Trade, Bad Trade. Und zwar werden wir uns heute mal einen Trade anschauen, der etwas ins Minus gelaufen ist und was mit diesem Trade so passiert ist und was um den Trade herum passiert ist, darum geht es jetzt hier im Video. Hin und wieder reißt es mich ja mal und ich poste einen Trade bei uns in der Facebook-Gruppe Die Optionshändler. Und vor etwa 3 Wochen oder so habe ich mal einen Trade gepostet. Das waren Puts auf den Euro-Stocks und das waren dann auf das ganze Konto gesehen ein Gewinn von 45.000 Euro. Und ihr seht das hier auch mal eingeblendet, also es war so ein kleiner Screenshot einfach, ne, schnell mit dem Handy gemacht und dann in die Gruppe gepostet. Und na klar, das ist halt ein schöner Trade gewesen und da hat man sich gefreut. Und da haben natürlich dann auch viele gesagt, Mensch, super Trade, klasse und so weiter und so fort. Und damit man aber eben nicht immer nur Gewinner postet, ne, sondern man muss ja auch mal die andere Seite der Medaille zeigen, habe ich dann vor einigen Tagen einen Trade gepostet, der eben nicht so optimal lief. Und zwar ist das, ihr seht das hier jetzt auch das Posting mal eingeblendet. In der Gruppe ist auch noch da, kann auch jeder noch sich anschauen. Und zwar war das dann ein Verlust, und zwar war das in Erdöl, Short Calls. Und das war eben dann ein Verlust von roundabout $33.000. So, und das Spannende, was jetzt war, dass sich dann zu diesem Trade natürlich eine kleine Diskussion entwickelt hat. Also die ersten haben gesagt, Mensch, ich leide mit dir mit und so weiter. Also da kann ich erstmal alle beruhigen. Niemand muss mit mir mitleiden. Es ist alles gut, ne? Mir geht es gut, ich bin gesund, ich bin munter. Es gibt überhaupt keinen Grund, hier traurig zu sein, weil dieser Trade, der zwar von der absoluten Summe her natürlich erstmal groß klingt, genau übrigens wie der Gewinn, bezieht sich natürlich auf ein relativ großes Konto. Und deswegen war der Verlust als solches gar nicht so groß. Und zwar, wie war es? Es waren insgesamt 0,7% Verlust in diesem Konto. Ja, also dieser Trade hat mich 0,7% gekostet. Und deswegen war das also alles gar nicht so schlimm. Wer jetzt ein bisschen clever ist, ne, der rechnet jetzt schnell aus, wie groß das Konto ist und weiß das dann. So, was aber interessant war, war der Punkt, es waren Short Calls, also ich hatte Calls geschrieben auf den Ölpreis, jetzt schoss der Ölpreis so nach oben und ich war eben nicht in der Lage, nach meinen Regeln die Option bei 100% zurückzukaufen, sondern weil es eben so schnell ging und die Vola auch gleich noch ein bisschen anstieg, habe ich diese Position dann so zwischen 170 und 180% Verlust erst zurückkaufen können. Und jetzt kam so ein bisschen die Diskussion auf, dass man sagt, ja, kann man denn jetzt, muss man denn jetzt diese Calls noch haben? Hattest du eine Adjustierung? Wie kann man denn das vermeiden? Rollst du jetzt weiter und so weiter und so fort? Ne? Im Grunde genommen alles richtige Fragen, aber sie treffen den Kern der Sache nicht. Warum treffen sie den Kern der Sache nicht? Die eigentliche Frage, die man hier nämlich stellen müsste, gerade weil das ja viele auch interessiert hat, wie groß war denn die Position im Verhältnis zu deinem Konto? Ne? Es haben dann auch so ein paar gesagt, ja, siehst du, das kann eben auch mal übel erwischen, ne, weil sie eben auf die absolute Zahl geschaut haben. Aber das ist eben immer der Fehler. Man schaut auf die einzelne Zahl und setzt das gar nicht ins Verhältnis zur Kontogröße. Und letztendlich, und das ist jetzt auch der Punkt, um den es hier geht, egal ob das jetzt ein großer Gewinner ist, wie die vorherigen Gewinner im Euro-Stocks oder ob es eben jetzt hier ein Verlierer ist beim Crude Oil. Es geht im Grunde genommen nie um diesen einzelnen Trade. Ne? Also hier war es zum Beispiel so, wir hatten Call-Optionen geschrieben, schon im, ich glaube im August haben wir angefangen, Call-Optionen auf Erdöl zu schreiben. Dann mussten wir die Calls einmal adjustieren, dann haben wir neue Calls geschrieben, die waren dann Gewinner, dann haben wir Puts dazu genommen, dann ging es jetzt wieder ein bisschen nach oben, haben wir wieder Calls dagegen gesetzt, haben wieder Puts geschrieben. Also das heißt, insgesamt war das ein ganz normaler Trade, das war überhaupt nichts Besonderes. Und viele machen aber jetzt den Fehler, dass sie sagen, wie kann ich denn sowas verhindern? Ne? Hätte man an der Stelle rausgehen sollen? Hätte ich das? Hätte. Das kann man aber natürlich überhaupt nicht verhindern. Was wir ja versuchen ist, wir versuchen mit Wahrscheinlichkeiten zu handeln. Ja, das heißt also, wir schauen uns die Märkte an. Wir sagen, okay, wir verkaufen Optionen und wenn du Optionen verkaufst in einem bestimmten Abstand, dann hast du die Wahrscheinlichkeit langfristig betrachtet auf deiner Seite, weil wir profitieren eben vom Zeitwertverlust. Wir verkaufen Zeitwert, das ist das, was wir tun. So, jetzt ist es natürlich so, wenn du versuchst mit dem Trend zu gehen oder
Wir können ja nicht alle Optionen, die es gibt, verkaufen. Deswegen müssen wir eins machen. Wir müssen versuchen, das Risiko oder die Wahrscheinlichkeit ein bisschen in unsere Richtung zu lenken. Nicht das Risiko, die Wahrscheinlichkeit. Indem wir eben zum Beispiel sagen, okay, wir handeln nicht gegen den übergeordneten Trend. Jetzt war es aber so, dass im Crude Oil der Trend auch gar nicht so extrem nach oben gerichtet war, bis er eben jetzt so nach oben wegschoss. Naja, okay, sowas passiert halt einfach. Ne? Und jetzt ist aber der Punkt, viele sagen jetzt, wie kann ich denn das verhindern? Und da muss ich euch sagen, das könnt ihr nicht verhindern. Ihr könnt solche Bewegungen nicht verhindern. Ihr könnt auch solche Wohleanstiege nicht verhindern. Beziehungsweise ihr könnt nicht verhindern, dass ihr davon mal betroffen seid. Und jetzt kommt aber der entscheidende Punkt. Was ihr verhindern könnt, ist, wie sehr trifft mich das Ganze? Also wie sehr trifft mich das Ganze im Hinblick darauf, was tut es meinem Konto? Und wenn man eben schaut, wenn man die richtige Positionsgröße wählt, dann ist es im Grunde vollkommen egal, was der Trade macht. Natürlich gibt es immer mal Trades, wo man Fehler macht, wo man sagt, okay, das muss ich auswerten, das mache ich vielleicht beim nächsten Mal besser. Aber letztendlich ist immer das Entscheidende. Die entscheidende Frage muss immer sein, hattest du eine richtige Positionsgröße zu den Volatilitätsbedingungen im Markt, zu deiner Kontogröße? Also hast du dich daran gehalten? Weil es wird immer irgendetwas passieren, was wir nicht einkalkulieren können. Ne? Black Swan. Warum heißt denn Black Swan, schwarzer Schwan? Weil wir jetzt noch nicht daran denken. Es wird auch in Zukunft Dinge geben, an die denken wir nicht, weil wir sie noch nicht erahnen können. Ne? Und dann wird es passieren. Wir werden Verluste machen. Die Frage ist immer bloß, ruinieren uns diese Verluste oder ruinieren sie uns nicht? So. Und deswegen ist es eben so wichtig, dass egal wie sicher man in einem Trade ist, egal was man eben so vorhat, dass man sagt, okay, ich passe meine Positionsgröße immer dem Risiko an. Ich bin nie zu überoptimistisch, ich bin auch nicht zu ängstlich, aber ich mache es immer so, dass es Sinn ergibt. Ne? Nicht zu sehr darum kümmern, ist das hier jetzt der richtige Einstieg oder hätte ich das machen können, einen Tag eher, einen Tag später, ist das die richtige Aktie oder das die richtige Aktie. Letztendlich, als Optionsverkäufer habt ihr eine einzige Aufgabe, managt euer Risiko. Und solange ihr das macht, ist alles safe, ist alles gut. Ihr könnt die nächsten Jahrzehnte Optionen verkaufen und euch wird nichts passieren. Und ich werde nächste Woche noch ein Video für euch bringen. Da geht es um einen Optionsfonds, der pleite gegangen ist. Und was der gemacht hat, wieso, weshalb, warum, das erkläre ich euch dann. Und auch da werdet ihr feststellen, das ist ja so die klassische Vorlage, ne? Optionsverkäufer geht pleite. Aha, ich habe es da immer gewusst. Nein, nein. Warum geht man pleite? Aufgrund der Positionsgröße des Risikos. Darüber reden wir nächste Woche. Das war es erstmal für heute. Ich wünsche euch viel Erfolg an den Märkten. Denkt immer an eure Positionsgröße. Ne? Das ist das A und O. Und deswegen werdet ihr das noch ganz, ganz häufig von mir hören. Und auch wenn ihr sagt, der geht mir mit seinem Risiko schon langsam auf die Nerven. Glaubt mir, eines Tages wird euch das helfen, dass ich euch auf die Nerven gegangen bin. Lieber ein bisschen weniger Performance jetzt, dafür aber in Zukunft überleben. In diesem Sinne, euch alles Gute, viel Erfolg. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.